Weil in dem Tunnel versiegeln soll, ne? Wo sind ich da raus? Nee, ne? Ah, wir haben wohl. Ah, okay, wir haben wohl nur das Stück versiegeln, was. Wie versiegelt man das? Auf irgendwas schießen? Das sollte dem Fort ein wenig Zeit verschaffen. Hoffen wir, dass es für die berühmte Mrs. Priest noch nicht zu spät ist. Ah. Nice. Okay, dann sind wir fertig, ja? Okay. Ja gut, das Spiel sagt eben noch was vom Versiegeln, aber nicht zum Seil. Deswegen war ich eben irgendwie verwirrt, was sie jetzt genau damit meinen, aber okay. Hier sind wir fertig. Nice. Na gut, das ging jetzt so schnell. War eben auch ein bisschen verwirrt. Was meint das Spiel jetzt ganz, ganz genau damit? Soll da irgendwas zu tun? Es ist ja eigentlich scheißegal. Keine Ahnung. Dann würde ich den Weg nach oben nehmen. Nur neben den Aufzug. Oder ist es da jetzt sowas wie, wenn du den Aufzug nimmst, jetzt die Treppe benutzt? So wie in Star Wars. Bei dieser 1-Szene in Episode 3. Dass sie da den Aufzug benutzen und dann die ganzen Gegner reingeströmt kommen. Ich meine, das könnte ich mir so gut vorstellen als Gag. Klemmt. Dann musst du wohl laufen. Muss ich wohl. Ernsthaft? Was für eine Verarsche, Alter. Danke. Geil, was für eine Verarsche. Schön. Ich möchte wissen, wie viele da im Vor sind. Vermutlich jeden Tag ein paar weniger. Trotzdem, besser drinnen als draußen. Nice. Oh, wir haben schon gut von der Welt aufgedeckt, ne? Da ist noch einer. Wirklich hier lang gekommen? Das würde erklären, warum sie noch nicht zurück sind. Ja. Ja, was soll drei, wenn sie warum? Nee. Ich kämpfe die ganze Zeit mit Red. Nicht mehr ein Thea.
Andersrum wäre es nicht so schlimm. Weil ein T ja schon tot ist. Aber wenn ich mehr Schaden kriege, Red. Nee, nee. Dem Totenreich. Dann war es ja in die Richtung. Hier vielleicht? Fällt oben. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Aha. Ich stand direkt drauf. Danke. Ja, aber irgendwie, das übersieht man auch irgendwie ganz gerne, ne? Irgendwie hat das so Überseepotenzial, sag ich mal. Ja, sollte man vielleicht nicht wütend machen, da gebe ich dir recht, Red. Und einmal kann man bestimmt immer machen, ne? Einmal kurz wütend machen ist okay, aber dann hat man die Quittung. Moment mal, warte mal. Notiz. Gefahr! Gebiete betreten, Jagen verboten und alle anderen Aktivitäten ebenfalls. Komm ich gar nicht durch. Ne. Das ist mir erstmal, glaube ich, verwehrt.
Okay. Nee, da geht's nicht weiter. Oder es muss später mal das Tor geöffnet werden. Ah, mal gucken. Vielleicht wird später nochmal das Tor geöffnet, weil so komme ich nicht rein. Was? Und nochmal hier. Danke. Der Weg nach oben ist gefunden. Ist jetzt eigentlich auch ein Chroniken? Ah ne, das ist jeweils die erste. Helft uns, bitte. Wir haben eine Überlebende. Komm. Ich schätze, wir sollten ihm folgen. Er hat eine Überlebende erwähnt. Schnell. Na gut, hier mal retten in der Not. Okay. Was ist hier? Komm gleich. Der hier ist noch nicht lange tot. Hoffen wir, dass er es bleibt. Oh, komm, ernsthaft? Verstärkung! Ja? Au! Arschloch! Da kommen noch mehr! Ja, beeilen will ich mich gar nicht. Erstmal will ich mich jetzt hier so umgucken. Ah, hier mal hier das hier mitnimmt zum Beispiel. Ich muss ein bisschen an mich selbst denken, ne? So. Wir mitnehmen jetzt mal hier, geil. Meint ihr, warum ich so viele Ressourcen habe? Weil ich alle drei miteinander halte. Könnte das der Ort sein, der auf der Karte ist? Was? Sind nicht? Ey, wie geil, wir gucken und da ist jemand in Gefahr und wir gucken und erstmal schön alles in ganzen Ruhe an. Ich meine, das ist ja auch wichtig, ne? Man, ja, kann aber sein, dass das der Ort ist. Cool, was sind das? Wenn der Gegner mit einer Manifestation besiegt wird, verursacht die nächste Leiche bis hin zu einem schweren Angriff. Nächste leichte bestimmt den zweiten Angriff und zu werden mehr Schaden. Ja, dafür ganze Negativwerte. Was ist denn das für eine Scheiße? Hey. Der unsichtbare Gegner hätte es im Jahre 1345 nicht feige Kaufleute der Stadt Kaffa gegeben, die flohen und den schwarzen Tod an Italien und dann über den ganzen Kontinent brachten. Wo Millionen von Menschen tötete und den Rest der Zeit verbrachte, wäre die Welt vor dieser Seuche verschont geblieben. Epidemien sind der unsichtbare Feind, der die stärksten Armeen besiegen kann, weil sie Angst einflößen
bevor Blut vergossen wird und Familien zum Tode verurteilen. Lange vor das erste Grab ausgehoben wird, den Weisen ist bekannt, dass es kein anderes Mittel gibt, als die Kranken zu isolieren und einzusperren, bis unter den Gesunden keine Fälle mehr gemeldet werden. Mag grausam klingen, und das ist es ja auch, aber ich habe meine Eltern und meine 6 Brüder durch verschiedene Krankheiten verloren, Verwüstungen, unkontrollierte Epidemien gesehen. Eine Frage des Überlebens und der Aufopferung der wenigen zum Wohle all der anderen. Dabei ist Disziplin der Schlüssel. Und in diesem Bereich sind die Offiziere am besten abgebildet, die Last des Kommandos bereits kennen. Okay. Mir war der Flingfeld. Oh, das können wir doch noch hinkriegen. Das hier wäre vielleicht auch mal interessant. Okay, da ist sehr viel. Ohne Witz, wir bräuchten echt noch mal so ein bisschen hier mal gemeine Schiefelsporling, das wäre so geil. Ja, können wir den Rest halt aber wirklich verkaufen, ne, den wir da alles haben. Wir haben so viel Mist. Einmal kurz gucken. Das sind die richtigen Schwerter, ne? Ja. Ja, der richtigen. Wir haben so viel Mist, den wir... Hier scheint den Markierungen auf der Karte zu entsprechen. Aha. Gucken wir mal. Vielleicht ja hier oben. Was sinnvoll wäre, um ein Schatz zu verstecken. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Ich beschwöre euch! So war das. Boah, die... Mag die, wenn sich Gegner in der Leiche vergreifen. Klar, du guckst ja nicht mehr hin. Ich hab doch gewonnen. Oh nein, weil er explodiert ist. Scheiße. Wow, weil er explodiert und ich bin nicht weggekommen. Mhm. Okay, das ist böse. Das ist ärgerlich. Na gut, aber kriegen wir hin. Scheiße. Na gut. Nochmal den ganzen Spaß, weil es so witzig war. Das ist nicht dein Ernst. Ja, als ob.
Ergibt sich mal Sinn. Wo? Ja. Ja, ja, klar. Wie gefällt dir das? Also, nicht so gut. Ja, aus, 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 aus. Sehr gut. Ah, auch gelernt. Also. Wow. Wo denn? Mach du ihm einen Plattland her. Oder nicht? Zack. Nice. Ja gut, das war ein bisschen böse. Das war echt ein bisschen böse, muss man sagen. Die Elite besiegt. Okay, die ging ja sogar. Die ging ja richtig fit. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt.